Ja, ein wunderschönes Lieben und herzlich willkommen zu einer vielseitigen Runde per Aspera zusammen mit dem Istra. Hallo. Moin. Ja, wir haben keinen Bock mehr auf unser Leben, also haben wir gesagt, wir verziehen uns, verpieseln uns auf den Mars und bauen uns was Eigenes auf. Ja. So, das Einzige, was ich hier drüber weiß, ist, dass wohl das Spiel der Mars angeblich nach den Originalkoordinaten vom Mars nachgebaut werden soll. Was dran ist, weiß ich nicht. Ich habe mich nämlich bewusst nicht vorinformiert. Ich habe mich nicht spoilern lassen. Und ich würde sagen, soll ich mal auf Starten drücken? Was meinst du? Ja, auf rumzulabern und starten. Ich meine, ich sehe nur den Lobbybildschirm. Ja, geil. In dem Sinne, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr den Spaß hier nicht verpasst. Und wir legen los. Und ein Däumchen wäre ein Träumchen. Oh. Erstelle das Universum. Erstelle Grafiken. Ich wollte gerade sagen, habe ich schon erwähnt, dass das ein bisschen vielleicht dauern könnte? Nee. Okay, cool. Aufwachen. Ich möchte aber nicht. Noch 5 Minuten, Mama. Los, werd wach, du. Lutscher. Lol. Musst du übrigens drücken, ne? Ach so, scheiße. Ja, danke. Warten auf andere Spieler, verdammt. Ich hab doch gesagt, ich hab mich nicht spoilern lassen. Ja, cool. Also jetzt suchen wir uns einen Landeplatz aus. Ist das nicht toll? Ja, dann würde ich sagen, herzlich willkommen im Game. Wir suchen uns jetzt einen Landeplatz aus. Ich habe ehrlich gesagt gerade keine Ahnung. Ah doch, oben hast du ja so eine... Da oben hast du ja Norden, ne? Ja. Wenn du auf F4 drückst, siehst du, wo Minen sind oder Minen irgendwann platziert werden können. Verkehr, ja. Energie, Wartung, Scanner. Ja, einfach F4. Habe ich, aber irgendwie... Echt nicht? Also ich sehe da nichts. Also bei mir ist es F4. Also das ist dieser lila Punkt. Ach so, das sind die Nebelwolken. Hm. Ah, ja, dann würde ich sagen, guck mal, da haben wir das, da haben wir das, da haben wir das. Baut eigentlich jeder seinen eigenen Landeplatz, oder? Jo. Ja, dann würde ich sagen, es kann nur schief gehen, wir bleiben hier. Bin gespannt, wo du landest. Ich bin gespannt, wo ich lande. Vielleicht setzen wir einfach wieder insane aufeinander. Es wäre nichts Neues. Lustig. Genau. Phase 1. Bootstrapping. Öffne den Terraforming-Planbildschirm. Oh, dann machen wir das doch mal. Aha. Ich habe absolut gar keine Ahnung, was mir dieser Bildschirm jetzt sagen soll, weißt du? Ich habe so auch absolut keinen Plan mehr, also... CO2, Druck und Temperatur. Ich meine, gut, wir sollen ja den Planeten hier bewohnbar machen. Aber du kannst mal ganz gekonnt auf 0 mal stellen. Geil, danke. Damit wir uns ein bisschen in Ruhe umgucken können. Alloy. Können wir auch Handel betreiben? Wo ist mal meine Basis? Hilfe, meine Basis weg, hatte sie. Nee, aber wir können unsere Basen zusammen machen. Mmh. So mit einer Straße dann irgendwann verbinden. Oh, geil. Ja. Ja, ihr Lieben, wie gesagt, absolut gar keine Ahnung vom Game. Also Baumühle habe ich schon mal gefunden. Also, ich vermute mal... gut, wir sollen den Planeten terraformen und bewohnbar machen für Menschen. Das heißt, wir werden eine Art Roboter sein. So. Also vermute ich mal, wir sind eine KI. Da gehe ich jetzt mal ganz stark von aus, dass wir irgendeine KI sind. Das würde nämlich irgendwie dazu passen, weil Menschen hier hochzuschicken, der sagt, macht den Planeten terraformbar bzw. bewohnbar, macht ja keinen Sinn. Und dann sollen wir hier wahrscheinlich Gebäude bauen, alias Factorio zusehen oder Anno und so weiter, dass wir hier alles ans Laufen kriegen und den Planeten so weit bewohnbar machen, dass wir Menschen nach oben ballern können. Liege ich da richtig? Jo. Okay.
Also ich weiß, dass Arbeiterfabriken und Relaisstationen wichtig waren, aber ich weiß gerade nicht mehr. Ich finde diese Relaisstation nicht. Rechts im Baumenü, das oberste Behaupt, da ist die Relaisstation. Da steht drin, beherbergt ein Arbeiter, der hauptsächlich die Gebäude im umliegenden Bereich versorgt. Ich glaube, Solaranlage wäre erstmal ganz geil, oder? Ja, doch. Also Strom brauchen wir ja so oder so bestimmt, oder? Wie viel Strom haben wir denn? Wir haben plus 40 am Anfang. Wir haben aber auch nur 40 Aluminium. Was haben wir hier noch? 100 Stahl, Elektronik. Fabriken. So, was haben wir denn hier? Baut Arbeiter. Ah, okay. Stahl, du brauchst... Nein, ich will sich bauen. Aluminium und Eisen, aha. Also brauchen wir auf jeden Fall eine Aluminiummine. Wo können wir die denn setzen? Hier. So, die verbraucht wahrscheinlich Strom. 5, okay, dann brauchen wir noch Eisen. Ah, das ist praktisch. Aber ist es außerhalb des Baubereiches? Ich weiß es nicht. Das hier? Aha, wenn man da ranzoomt, kann man es sehen. So Lithiummine, alles klar. Okay. Ja, komm, einfach mal machen, ey, was soll's. Ja, ich würde sagen, ich lass mal direkt auf zweifach laufen, wa? Ich finde es so geil, dass die Wege automatisch gesetzt werden. Ich wollte gerade sagen, da werden ja automatisch Wege platziert. Wie geil ist das denn? Ja, und du kannst sie, glaube ich, auch noch irgendwie verschieben dann. Um es vielleicht zu optimieren oder so. Ich mich recht entsinne. Alles klar. Okay, wir haben also Baubereich, von dem unsere Arbeiter die ganze Geschichte hier versorgen. Wenn es außerhalb vom Baubereich platziert wird, dann wird es einfach nicht gebaut. Gut, habe ich soweit verstanden. Right. Da, alles gut, klar. Das heißt, eigentlich erstmal warten. Ah, der fährt mit jedem Teil einzeln dahin und bringt die Ressourcen. Das finde ich aber cool. Sag ich ja, es dauert ein bisschen. Das finde ich tatsächlich geil gemacht, also... Ich mag allgemein die Ansicht. Ich meine, du kannst ja einmal komplett rauszoomen. So, wo bist du gestartet? Da unten. Ja, geil. Okay, genau auf der anderen Seite. Okay. Cool. Ah ja, hier bist du. Hi. Na? Ich muss jetzt mal gucken, wo meine Basis hin war. Ich habe sie nämlich gerade aus den Augen verloren. Upsi. Da ist er. Hey, guck mal, er hat gleich eine Relaisstation. Also, das bin ich nicht, das bist du. Das sieht so, so verwurstelt aus. Und Aluminium. Was, verwurstelt? Ja, bei dir sind schon wieder so viele Straßen. Bei mir noch nicht. Daran konnte ich ganz leicht erkennen, ich war das nicht. Normal. So, Kollege, aber solltest du nicht eigentlich... Ach so, da kann er noch nicht ran, oder was? Das heißt, wir müssen erstmal eine Fabrik bauen für Stahl? Nee, warte mal. Arbeiterfabrik. Habe ich dafür alles? Dafür brauchen wir diese Motorteilchen. Elektrofabrik, okay. Lässt sie erstmal nicht gebaut. Das will ich nicht gebaut haben. So. Das will ich auch nicht gebaut haben. So geil. Dann bauen wir erstmal die Fabrik und dann bauen wir vielleicht erstmal eine Arbeiterfabrik. Wobei wir sollten die Stahlfabrik auch schon bauen, glaube ich. Haben wir denn genügend Ressourcen für einen Krempel, den ich hier gerade baue? Oh, nee. Unten siehst du ja deine Ressourcen. Ja, genau.
Ich habe nur noch kein Eisen und überlege ich, wie ich das hinkriege, dass ich hier einen neuen Arbeiter in die eine Höhle reinkriege. Aha, priorisiert die Aufmerksamkeit, alles klar, Kollege. Ja, spielt sich anscheinend ein bisschen langsamer, das Spiel. Hm? Was? Hey, das, man kann es nicht umsonst auf 16-fach stellen. Okay. Ja, ich meine ja nur. Das lasse ich mir doch nicht dreimal sagen. Da fehlt Silizium. Ah, ich muss eine Siliziummine bauen. Sagt mir das doch. Ach, bin ich blöd. Wenn man keine Ahnung vom Game hat, weiß man, sondern einfach moin, hier sind wir und rein da. Das kann nur gut werden. Oh, ich sehe schon die Kommentare. Mm. Echt? Was für Kommentare? Bist du wirklich so doof? Das ist doch total einfach. Aua. Natürlich. Ist total einfach. Ja, wie gesagt, ne, ich spiele das blind. Das darf man nicht vergessen. So, dann machen wir den Karren hier erstmal so lange aus. So, jetzt kriegen wir Eisen und wir kriegen Aluminium. Ich glaube, dann machen wir dich einmal kurz an, dass du beliefert werden kannst. Und dann sehen wir erstmal zu, dass wir einen zweiten Roboter kriegen. Das ist jetzt quasi das, wo ich erstmal ein Hauptaugenmerk drauf lege, würde ich sagen. Wartungsanlage, stellt Wartungsanlage. Was denn? Ich mache es ähnlich. Ja, aber mit einem Arbeiter kommen wir ja nicht weit. Oha, 5,9 Energie. Okay, Plan B. Ich baue doch nochmal schnell Solarfarm. Ich habe kein Glas. Was brauchen wir für Glas? Interessant. Silizium. Doch. Und was macht man am besten? Alte 4. Das ist das falsche Spiel. Achso. War das nicht der Rage Quit Emulator? Ach Mensch, ich vergaß. Also ich meine, du bist ja eigentlich sowieso Baugenie, so in dem Sinne, ja. Gut, danke fürs Kompliment. Aber falls du es vielleicht noch nicht bemerkt hast oder irgendwann später bemerkst, wenn es zu spät ist, bau die Fabrik nah an der Mine. Ach so, ja, die haben hier anscheinend echt Spaß beim Fahren. Das habe ich gerade schon festgestellt. Bloß neben meiner Siliziummine, da ist ein Berg im Weg, da konnte ich die Glasfabrik nicht hinsetzen. Aber das Gute ist ja, ich vermute mal, man kann ja auch Gebäude wieder abreißen. Also. Ja, definitiv. Alleine die Mine ist ja auch irgendwann versiegt. Ah, oh, das sind diese 92%. Alles klar. Wie kriegen wir den Nachschub? Außer Landerschließung. Beta. Das dauert aber noch. Alles cool. Achso, okay. So. Hier, komm, schön in den Eolux-Krater nochmal so Solarfarm reingesemmelt. Das ist doch eine geile Idee. Und dann haben wir nämlich schon mal gleich wieder ein bisschen mehr Strömung. Träumchen. Denn hier, Elektroteilefabrik, dann kann die nämlich auch wieder an Saft ran. So, dann kann die Glasmine erstmal ausgeschaltet werden, weil wir haben 22 Glas. Ich werde erstmal versuchen, an der Anfangszeit, wo wir nur einen Roboter haben, das so zu machen, dass wir von allem erstmal ein bisschen was nachkriegen.
glaube, das macht am meisten Sinn, bis wir erstmal eine kleine Flotte an Robotern haben. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ich habe natürlich keine Ahnung, ob das zutreffend ist, aber wir werden sehen. No rest, no fun. Ist so, learning by doing. Sehe ich genauso. Ne? Er braucht Silizium und... Was ist das andere? Har? Oh, sorry. Das Ding. Oh, wow. Das ist natürlich doof. So, auf 16-facher Geschwindigkeit ist es definitiv angenehmer. Oh ja. Ich sehe gerade, was mir fehlt. Das ist voll dumm. Irgendwie habe ich eher das Gefühl, dass diese 83% und 86% und 77%, dass das die Haltbarkeit der Gebäude ist. Ja. Irgendwo hatte ich eine Wartungsanlage. Hier, guck mal, schickt Wartungsdrohnen los. Aber mir ist gerade was anderes aufgefallen. Ich habe eine ganz, ganz eklige Dings vergessen. Na, was denn? Die Teilefabrik. Ohne Teilefabrik gibt es keine Wagen mehr. Das ist schlecht. Die habe ich Tatsache gebaut. Nee, ich habe die Elektronenfabrik gebaut. Mhm. Warte mal, brauchte der Roboter Teile oder brauchte der Elektro... Teile. Hallo. Na, hallo. Oh, weißt du, ich hatte gerade so einen richtig geilen Geistesblitz. Ich habe gedacht, ich baue mal so eine Teilefabrik. Geil. Das klingt nach einem echt vernünftigen Plan. Ja, kann ich dir nur empfehlen. Ich habe gehört, da kriegt man Roboter. Verdammt. Ja. Geil. Wurde mir voll gesagt und so. Voll praktisch. Ja, man soll richtig gut sein. Ich habe übrigens keine Eismine in der Nähe. Das ist ein bisschen doof. Ich weiß gar nicht, habe ich eine Eismine in der Nähe? Ach doch, da oben. Gibt's ja eine Legende, wo man sehen kann, was welcher Nebel ist? Nö, ne? Ja, du siehst es doch, wenn du drüber hoverst. Aber ich weit genug raus bin, sehe ich das. Oder drüber hoverst. So sieht man's auch. Mm-mm. Hm. Ah, Eismine gefunden und Chemikalien und Kohlenstoff. Stoff. Der gute Stoff, aus dem Geschichten geschrieben werden. Und jetzt zu ehrliches Gaming. Jetzt fange ich auch so an. Alter, guck. Steck an! Ich merke es schon. Warum? Ich merke es. Unterschwelliges Werbung machen, es funktioniert! Oh Mann, ey! Oh, wie doof. Ja, ich merke gerade, dass mir gerade irgendwie. Ja, okay, komm, den deaktivieren wir erstmal. Oh, ich hab einen Arbeiter gebaut. Nice. Mein Leben hat endlich wieder... Wieso haben wir eigentlich Minusenergie? Ist gerade Nacht oder was? Kann man das irgendwo einsehen? Gibt's hier irgendwo, wo man gucken kann, wie viel Stromverbrauch man hat? Hier, Energie. 5. 10, 15, 20, 25, 35, 50, 52. Na, jetzt haben wir wieder Plus. Okay, es gibt anscheinend Nachtzyklus. Gut zu wissen. So, aber wir müssen noch diese Polymerfabrik bauen, damit wir die auch noch kriegen. Und dann würde ich sagen, haben wir sogar schon alle Grundressourcen. Herzlichen Glückwunsch, Spiel durchgespielt. Was? Ah, stimmt nicht. Der war gut, aber... stimmt, Polymer. LOL. Scheiße, die Fabrik fehlt mir.
Du übrigens, ne, wenn du so eine Polymerfabrik baust, ne? Dann wird deine Wartungsanlage freigeschaltet. Du übrigens, wenn du hier die Polymer-Dings in der Hand hast, siehst du auch so rote und grüne Dinger. Die Grünen sagen dir, das brauchst du und. Ne? Ah, guck mal, das meint er hier. Lustig. Ist alles ein bisschen auf entspannt. Oh, ich beschwere mich da jetzt nicht, ne? Jetzt haben wir als erstes mal die Polymerfabrik herumgezogen. Was brauchen wir dafür? Chemikalien und Kohlenstoff. So, Chemikalien und Kohlenstoff in Polymerfabrik. Ja, super. Das heißt, wir müssen nach hier expandieren. Wie steht's denn um meine Energie? Gut. Dann bauen wir nochmal eine Solarfarm hier vorne irgendwo mit hin. Dann würde ich sagen, machen wir hier mal als very wichtig. Ja, ich mache die Arbeiterfabrik auch gerade als very wichtig. Ja, ich glaube, ich habe es in der Baudistanz verkackt. Wie kann man die Dinger verschieben? Keine Ahnung. Shit. Ich weiß es nicht. Also entfernt ist es nicht. Vielleicht kommt das auch noch, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Abreißen! Scheiße, erst der hat schon gebaut. Wenn du aufs Gebäude klickst, unten neben den Ressourcen ist eine Mülltonne. Ah, okay, cool. So, einfach mal ein bisschen dichter rangesetzt und oh, guck mal, auf einmal gibt es auch vernünftig viele Wege und oh, ja. Egal, Mann. Guck mal, jetzt habe ich schon zwei Arbeiter, herrlich. Ich habe auch zwei. So, jetzt habe ich drei Arbeiter. Ah ja, so sieht es doch schon viel besser aus. Boah, ich habe allerdings noch Energie. Warum bringt ihr keinen Stahl hier ran? Obwohl ihr doch gesagt bekommen habt, dass hier ist wichtig. Ich brauche doch den Stoff. Bringt doch mal den Stahl hierher. Er ist jung und braucht den Stoff. Und dann muss ich da irgendwie noch eine hier mit hinsetzen, dass das nicht da dran ist oder so. Probieren, probieren. Hier, komm. Überstudieren. Ne, die bringen keinen Stahl, ne? Fehlt denn irgendwas hier oben? Oh. Das war Aluminium und die Maschine war aus. Ich reiß das Gebäude wieder ab. Ja, wenn man die Fabrik ausschaltet, dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn nichts nachkommt. Hoppala! Ihr Lieben, das ist live und ungeschnitten. Ah, guck mal, auf einmal... Das ist ehrliches Gaming. Auf einmal läuft das hier auch. Dann sammeln wir hier noch eine Kohlenstoffmine hin. Und dann sammeln wir hier unten noch eine Chemikalienfabrik hin. Wir haben's ja. Kann man Gebäude eigentlich auch upgraden? Siehst du dann. Ah, okay. Automatisches Speichern. 2 Jahre sind wir schon in Gange. Meine Güte. Ah, Istra, 2 Jahre sitzen wir schon. Wie die Zeit vergeht. Ja, auf jeden Fall. Ich hab Angst, ja. Aber ist okay. Ich könnte mich mal wieder rasieren, ne? Du hast Angst. Na, solange. Ne? Warum kommen die elektronischen Teile nicht hinterher? Verstehe ich nicht. Ja, weiß ich nicht. Ich versuche jetzt auf Krampf hier erstmal die Polymerteile zu bauen. Damit die Wartungsanlage gebaut werden kann. Sonst habe ich das Gefühl, dass mir hier gleich die Anlage einfach mal... Das gleiche Problem habe ich nämlich auch.
Ich habe ansonsten befürchtet, dass mir die Anlage hier bald um die Ohren fliegt oder so. Hier, als very, very wichtig markieren. Oh ja, guck mal. Na komm. So. Oh, ich habe doch schon 3. Ah nee, das ist... Ach, das ist die Produktionsrate. Hier. Hä? Bau, bau, ganz wichtig. Baut. Oh je, alle sind ja überall schon hier so um Hilfe. Haus fertig, bitte. Oh, schön. Gott sei Dank. Oh ja. Ehrlich. Wartungsanlage nicht in Betrieb. Wie bitte? Ach, du musst jetzt auch beliefert werden im... Ah. Oh, endlich Wartungsdrohne. Ja, ich habe noch keine. Dafür habe ich 6-mal Elektroteilchen, aber 0 von den Polymeren. Mein erstes Gebäude war schon auf 1%. Das war nicht gut. Nee, das glaube ich dir. Oh, Relaisstation 20%. Ah, jetzt geht's los. Wie war das mit dem Bereich? Man konnte sich hier doch den Bereich angucken. Das machen wir auch direkt nochmal. Och, ist ja entspannt. Und wir hocken hier in einem so einem Planquadrat. Müssen wir die anderen kaufen, oder was? Ich habe keine Ahnung. Ah, okay. Man konnte irgendwie mal weiter, aber ich habe keine Ahnung wie. Also ich schätze mal mit Forschung dann. Oh, würde ja einleuchten, ne? Allerdings brauchen die Essen und naja. So. 0 von 6. Achso, müssen die mal wieder nachgebaut werden? 3 von 6. Okay, nee, anscheinend nicht. Okay, die fliegen dann nee, die wechseln los. Hin und her, je nachdem, wo Reparaturen brauchen. Gut, dann werde ich schlau wie ich bin nochmal eine zweite Wartungsanlage hier oben hinsammeln. Einfach nur, um den Bereich abgedeckt zu haben. Ich habe einfach mal 3 gebaut, weil ich den Bereich abdecken will. Jetzt werde ich erstmal ein bisschen warten, dass ich alle Rohstoffe mal ein bisschen habe. Vor allen Dingen Aluminium habe ich extremst wenig. Mich würde echt mal interessieren, was wir als nächstes bauen können, weil nur die Solarfarm, die bringt uns da auf Dauer ja auch nur ein... Ist da gerade Meteorit eingeschlagen? Vielleicht. Wie viele Wartungsanlagen hast du gebaut? 3. Ich baue 6. Raumhafen ermöglicht die Ausführung von Spezialprojekten, okay? Nahrungsmittelfabrik produziert künstliche Nahrung für die Kolonien. Also wenn Roboter Nahrung herstellt, ne, wird die... Aus Chemikalien und Eis. Na lecker. Also ich habe gehört, das sollen sehr nahrhaft sein. Stimmt, mit dem Scanner konnte man irgendwie weit erweitern, aber ich weiß nicht mehr, wie man den Scanner gebaut hat. Haupt- und dann aerologischer Scanner. Ja, damit konnte man sein Gebiet erweitern. Und dann sammeln wir die einfach mal hier hin. Wir bauen das einfach mal mit. Okay. Also was kriegen wir nicht nach? Wir kriegen nicht nach Eisen. Warum kriegen wir kein Eisen nach? Bei mir ist es Chemikalien. Hier ist es Stahl. Brauche ich eine zweite Stahlfabrik oder wie? Wie viele Fabriken baust du immer? Ich habe bisher nur eine von jeder. Okay. Reicht aber auch erstmal, eigentlich.
Denke ich. Hoffe ich. Ich werde jetzt erstmal ganz auf entspannt die erste Kolonie setzen. Hast du schon Nahrung? Ja. Ich glaube, damit konnte man irgendwas machen. Der Witz ist, ich suche meine Stahlfabrik. Ist sie abgebrannt oder was? Teilefabrik, Siliziummine. Ich habe keine Stahlfabrik mehr. Echt nicht? Ich hatte doch eine gebaut. Oh, guck mal, da kommt gerade ein Tornado. Der war bei dir in der Nähe. Ups. Forschungsaußenposten, aha. Der produziert mir das, das produziert mir Eisen, das produziert mir Glas, das. Da, doch, hier, Aluminiummine. Aber eine Stahlfabrik hast du echt nicht. Da muss ich jetzt aber Gas geben. Hier, very important. Und Energie hast du auch nicht. Aber er sagt doch 54 plus. Habe ich jetzt wieder. Wieso habe ich jetzt so wenig Energie? Naja, dann baue ich eben nochmal einen Strom. Oha! Ah, ich finde das so geil mit diesen Blitzen, wenn sie die Wege setzen, ne? Ich kann übrigens bei dir rumfuschen, ne? Nur, dass du es mal gehört hast. LOL. Kannst du übrigens auch bei mir machen, deswegen, ja. Ach, unten rechts blendet auch auf. Achtung, Gebäude ohne Energie. Ups. Aber du bist doch bei... Oder ist hier gerade dunkel? Keine Ahnung. Oh Gott! Ich glaube, es ist dunkel, oder? Wobei, ich habe Plus-Energie, keine Ahnung. Hier bei mir sagt er plus 36. Erzeugte Energie 327 Megawatt. Solar- und Kernspalte. Benötigte Energie 292. Ne? Was denn? Kann es sein, dass wir zusammen sind? Nö. Doch, ich glaube schon. Wieso? Wie viel Energie hast du? Genau das, was du gerade gesagt hast. What? Okay, ich frag mal so. Wie viel Elektronik hast du gerade? 37. Ah, nee. Okay, das ist... Warte, Elektronik. Das waren Polymere, was ich gerade vorgelesen habe. Elektronik habe ich 69. Okay, ich auch. Polymere 38? Ja. Teile 57? Also wir sind zusammen. Also, es läuft anscheinend wirklich zusammen und deswegen müssen wir uns auch noch absprechen. Ja, prima! Herzlichen Glückwunsch! Ja, alles klar, das erklärt so einiges. Aber wie funktioniert das? Ich meine, nicht in Betrieb, 88%. Ich meine, wir haben ja keine Verbindung zueinander per Weg. Ja, aber wir teilen uns trotzdem die Ressourcen. Ist aber nicht schlecht. Also, find's jetzt nicht verkehrt. Aber du hattest eine Stahlfabrik, ne? Ja. Ich doch nicht. Ja. Teilen wir uns vielleicht nur die Ansicht für die Gesamtkapazität des Planeten? Weil er sagt nämlich gerade gesamte Fabriken 2. Ich vermute mal, das ist das. Weil ich habe eine gebaut, du hast eine gebaut. Ich suche gerade Stahl. Nee, wo hast du... Wo ist denn... Ach, da Stahl. Gesamte Fabriken 2. Ja. Naja dann. Aber dann haben wir zumindest alle Grundfabriken schon einmal gebaut. Wir haben alle Minen einmal gebaut. Also wir haben jetzt 80 Energie plus. 81,
82, 83. Jo, 84. Dann wird das zusammengerechnet. Na also. Und Arbeiter 8 von 8. Ja, genau. Jo. Ja, Gebäudeanzahl haben wir ein Gebäudelimit von 100. Also müssen wir bald mal mit dem Forschen beginnen. Oh! Deswegen will ich die Kolonie bauen, weil die bringt Forschungspunkte. Oh! Hm. Ja, dann würde ich sagen, baue ich auch nochmal so eine Mammfabrik. Das Ding ist, du siehst alle Rohstoffe, aber nicht alle Rohstoffe sind bei dir oder bei mir. Rohstoffe teilen sich erst, wenn wir unsere Straßen miteinander verbunden haben. Ah, bis dann haben wir aber schon mal, damit wir uns schon mal dran gewöhnen können, eine Gesamtansicht. Genau. Ja gut, aber so weit, wie wir voneinander weggebaut haben, das mit einem Baulimit von 100 Gebäuden zu schaffen, könnte schwierig werden. Also du hast jetzt gerade alleine nur 3 Aluminium. 4 Chemikalien. 5-mal Stahl. Weil du kannst ja die Distrikte anzeigen. Der Witz an der Sache ist, genau in dem Moment, wo du das gesagt hast, hab ich drauf gedrückt. Ah, okay, cool. Aber kannst du auch unten auswählen. Und umbenennen natürlich. LOL. Guck nochmal auf die Distrikte. Genau in dem Moment, wo du das gesagt hast, habe ich es eingegeben. Ehrliches Gaming. Ja, liebe Zuschauer, was sollen wir sagen? Jo, wir denken sagen, gleich, ja. Wir denken gleich. Das ist manchmal so. Das harmoniert halt. Zack. Ah, schön. Gut, ihr Lieben, aber ich würde sagen, 37 Minuten, das reicht mal ganz entspannt für die erste Folge, nachdem wir jetzt einmal alles hingeklatscht haben, was geht, um dann in der nächsten Runde wahrscheinlich mal zu gucken, dass wir ein paar Kolonisten rausgeklatscht kriegen, dass wir uns erweitern, weil 53 von 100, das ist schon ein bisschen happig, wenn man zu zweit spielt. Und ja, kurz und bündig. Adelam, Peter Pan, haust du rein. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.